Einen wunderschönen, liebe Vatermannsgruppa. Willkommen zurück zu Little Nightmares. Bevor wir loslegen, aber noch zwei Dinge in eigener Sache. Und zwar zum einen, nicht vergessen, am Freitag spielen wir FNAF um 18 Uhr hier auf YouTube live. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und das andere ist, falls ihr es auf TikTok nicht gesehen habt, wir ziehen ja hier bald um und ich verlose und verschenke und verkaufe einige Sachen. Das Ganze läuft über Instagram. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt und da irgendwas haben wollt, könnt ihr mir ja mal ein Follow dalassen auf Ehrenbruderbasis. Fangen wir an. Ich glaube fast, dass wir den Bumster heute durchspielen. Aber ich weiß es noch nicht sicher. Ich weiß nicht mal genau, wo wir aufgehört haben. Oh, da kann ich an das Würstel springen. Hier. Da kann ich nicht hoch. Okay. Wieso ist das so laut? So. Ob das richtig ist. Da kann man hoch. Oder läuft wieder so ein Zwerg? Da kann ich hoch. Ah! 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 Oh, weiter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich aufgegessen! Aber ich muss schon da hoch, oder? Ich weiß es nicht. Hüpf! Hüpf! Ah! 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 Oh Gott! Okay, okay. Ja, war doch anscheinend richtig. Ja, da ist wieder so ein Leiterding zum Hochkraxeln. Aber Leute, am Sonntag habe ich euch ein Ding aufgenommen. Try Not to Love Challenge. Ich hab's so gelacht. Es war echt ein gutes Video. Und dann hat der kein Video aufgenommen. Ich hab am Ende bei Premiere Pro nur ein Standbild gehabt. Ich war so pissed. Aber da kommt auch wieder was, Leute. Versprochen. So, nächster Versuch. Wohin? Echt? Ja, schaut richtig aus. Oh mein Gott. Die Pummelfee hat's hingebatzt. Ui! Wo ist da jetzt mein Speicherpunkt? Das ist nämlich echt übel hier. Oh oh. Oh oh. Ah! Was? Was hätte ich jetzt machen sollen? Hätte ich schleichen müssen. Probieren wir es mal. Nee, der sieht mich, der sieht mich. What the fuck? Was geht denn ab? Ach, ich kann da gar nicht drum. Wieso kann ich denn nicht unter den Tisch? Jetzt rennen wir einfach mal durch. Schauen wir mal, was passiert. Er fällt runter natürlich. Ja, das geht nicht. Okay. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Ich muss an ihm vorbei. Wenn wir nochmal zurückgehen. Jetzt halt steh auf. Kann ich da wieder hoch? Ja. Dann gehen wir nochmal zurück und schauen, was passiert, wenn er da quasi durchkriegt. Weil da kann ich nicht hoch. Ne? Da, jetzt kriegt der her. Ich laufe weg. Ah, das... Alter. Aha. Ah, oh, ah, oh, 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 oh. Okay. Ausgedrückt, Schwabbelbacke. Oh oh. Ah, lauf, kleiner Mann. Du weißt nicht, wo ich bin. Okay, wir müssen gleich wegsprinten. Gar nicht auf den warten. Genau, jetzt kommt er nicht hier. Jetzt hat er mich aber nicht gesehen, oder? Nee. Jetzt hat er mich nicht gesehen. Okay, doch. Aber das hat er nicht gesehen, oder? Nee. Okay.
Guck nicht so blöd. Schau, dass du langwinst. Okay, das hat jetzt bestimmt was zu bedeuten, dass das da runtergefallen ist. Von da aus können wir überhaupt nichts machen. Einfach raus muss ich nicht, gell? Kann ich gar nicht. Ah. Ein Trickspiegel, aha. Wie ekelhaft ist denn das bitte? Hier durch. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir das bald durch haben. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Muss ich überhaupt hin? Runter und in den Aufzug vielleicht? Jetzt schleichen wir uns mal dann. Nee, wenn ich in den Aufzug gehe, der fährt einfach los, gell? Genau. Okay. Ich höre schon wieder. Ich weiß nicht, was ich höre. Oh mein Gott! Alter, was geht mit euch ab? Alter, wie viele sind denn das? Ja, runter! Lauf runter, Mann! Oh, Mann, was denn? Was hätte ich jetzt schon wieder machen müssen? Also da runter, okay. Aber das hat er zeitlich überhaupt nicht hingehauen. Springen, da hole ich so eine Sekunde, eine Zehntelsekunde raus, wenn er da nicht hochsteigen muss. So, hier auch wieder springen und dann gleich runter. Boah, jetzt war ich ja viel schneller als vorher. Scheiße! Oh mein Gott! Jetzt kippt dann gleich das ganze Schiff um. Boah. Idiot. Nein, jetzt verhungert die wieder. Was findet man jetzt wieder Ekelhaftes zum Fressen? Ja, bleib cool. Mehr Hunger als ich. Die hat letztes Mal eine ganze Ratte gefressen, die war größer als sie. Ein Würstel! Danke, du Zipfelhurt. Alter, warum? Ich konnte da jetzt aber nichts machen. Nicht, dass ich irgendwie falsch geklickt habe, das glaube ich nicht. Wie krass ist denn das bitte? Wer ist sie? Chefin oder wie? Das war die, wo in der letzten Runde da oben gestanden ist. Ja, das ist auf jeden Fall bald durch die Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gehen wir uns schon zum zweiten Teil, meine Homies. Was? Der Gästebereich. Errungenschaft freigeschalten. Ne, aber dann sind wir jetzt, dann ist ja jetzt noch ein ganzes Kapitel. Ne, das spielen wir nicht durch, glaube ich. Also heute nicht. Insgesamt natürlich schon. Ja.
Wie schnell ist denn die Alte weggerannt? Da ist ein Schloss. Jetzt sind wir quasi in ihrer Privatbutze, oder was? Was passiert, wenn die mich sieht? Alter! Ist das tot, oder wie? Ja, das ist tot. Ja, geil. Okay, also die darf mich nicht erwischen. Hier ist bestimmt irgendwo der Schlüssel. Alter, ist die gestört. Der Spiegel ist ja auch kaputt. Okay, in ihrem Schlafzimmer, da ist irgendwo der Schlüssel, bestimmt. Ich sehe ja nichts. Das sieht ein bisschen aus wie ich. Was müssen wir jetzt machen? Also Schlüssel sehe ich schon mal keinen hier. Ich kann die Dinge da runterschmeißen, die Vase, aber wofür? Dann verstecke ich mich unterm Bett. Jetzt kommt sie, oder? Hallo? Gnädige Frau? Wie guckt man sich da so? Was ist denn jetzt? Okay, sie kommt nicht. Ist sie jetzt noch da? Die ist weggegangen. Was? Warum? Wo ist die denn jetzt? Da ist noch zu? Da ist noch zu? Wo ist diese Frau hin? Hier ist sie auch nicht. Okay. Ja gut, dann können wir uns wenigstens in Ruhe umgucken, oder? Was hat denn das mit der Vase zu tun gehabt? Ich habe die Vase kaputt gemacht und die hat sich aufgelöst, oder was? Den Schrank kann ich den aufmachen? Nee. Boah, Leute. Bin ich blind? Bin ich vielleicht schon 5-mal dran vorbeigelaufen oder so? Hier ist nix. Das bin ich auf dem Bild, oder? Das sieht aus wie ich, aber... Kann ich ja auch nichts machen. Ich dachte, ich kann das rausschieben oder so. Wir haben Feuerzeug. Wahnsinn. In den Scherben liegt er. Erklärt aber trotzdem nicht, warum sie sich aufgelöst hat. So, dann gehen wir runter zu der Tür.
Vielleicht ist sie da ja reingegangen und hat dann außen wieder ein Vorhängeschloss hingehängt. Keine Ahnung. Die kann zaubern, Leute, das kann sein. Man schnauft doch nicht, also. Also bisschen Schlüssel tragen hier. So. Sind wir am Stissel, Leute. Da brauchen wir unser Feuerzeug. Da zocken Twister. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was muss ich denn jetzt immer so weglaufen, Alter? Ist die weg? Schaut, die hat alle Spiegel kaputt gemacht. So storytechnisch hat man ja noch überhaupt nichts erfahren, gell? Okay, wo bin ich jetzt? Sie ist nicht hier. Hallo? Was tun? War da rechts irgendein Ausgang oder so? Hier. Okay, was ist da? Ach, da ist ein Spiegel. Da ist einer, der noch ganz ist, oder? Boah, damit spiegel ich sie jetzt, damit sie sich sieht und dann tickt die Safe voll aus. Da ist sie. Ah, jetzt guck da rein, Mädchen. Guck da rein. Und stirb. Ist das jetzt der Endboss oder was? Hehe. Da hat sie nicht gerechnet, gell? Schnell, nimm den Spiegel. Da kommt's jetzt. Und? Und? Und wo ist sie? Boom! Chance gegen mich. Und jetzt in der Mitte, oder? Jawohl. Bauen wir sie weg, die Alte. Boah. Jetzt hier nicht mit... Boah. Hier nicht tricksen jetzt. Ja. Was ist jetzt? Nein, die lebt immer noch. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Wie oft muss ich das jetzt machen? Steh auf! Jetzt hab dich nicht so. So, rechts. Ich muss halt dann quasi, wenn ich mit sie anspiegel, weit genug wegstehen. Ich weiß halt nicht, von wo sie kommt. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt ist sie in der Mitte wieder. Nehmen den Schlüssel. Spiegel. So, jetzt läuft sie blöd um mich rum. Ich kann mir das so ein bisschen merken, wo ich stehen muss. Boah. Ja, da passt schon, wenn ich mittig stehe. Und da kam sie jetzt, glaube ich, von links beim vierten Mal. Dass wir uns so in dem Lichtkegel so ein bisschen rechts aufhalten. Das probieren wir mal aus. Oh.
viermal geschafft. Ah! Boah, das war easy. Der war easy. Steh auf! Mann! Oh, jetzt ist der Schlüssel kaputt. Aber die Lady halt auch, gell? Weggeschnatzt, die Alte, da liegt sie. Oh, ich hab Hunger. Esse ich die jetzt? Ich esse die auf. Pass auf. Aber ohne mit der Wimper zu zucken. Oh Gott. Geh da jetzt hin. Und om nom nom. Alter, der isst echt die Frau auf. Was geht denn? Kleiner Psycho. Ja, aufgegessen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber reingeumnommt. Haben wir es jetzt durchgespielt? Ich habe so das Feeling. Wie gesagt, nices Game. Hat mir sehr gut gefallen. Danke euch für die Empfehlung. Ich bin euch immer dankbar für eure Empfehlungen, also haut die immer kräftig in die Kommentare. Wir werden den zweiten Teil auch noch spielen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich werde euch sehr dankbar. Nicht vergessen, am Freitag spielen wir FNAF Live. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Bis dahin.